Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Statikvideo hier auf IPTV. Heute wollen wir über Lagerreaktion sprechen. Wie du hier sehen kannst, behandeln wir dafür die Themen Freischnittbild, Komponentenaufteilung und Gleichgewichtsbedingungen. Im vorherigen Video hast du die verschiedenen Auflager kennengelernt und weißt nun, wann ein System statisch bestimmt ist. Heute wollen wir uns darum kümmern, einen Weg zu finden, wie wir die resultierenden Kräfte in den Auflagern bestimmen können. Ohne große Theorie möchte ich heute gleich mit einem Beispiel beginnen und dir daran eine zuverlässige Methode zur Lösung der Auflagerreaktionen herleiten. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist die, ob das System statisch bestimmt ist. Bei diesem Beispiel ist die Antwort natürlich, dass das System statisch bestimmt ist. Als nächsten Schritt musst du das Bild noch weiter abstrahieren. Und zwar kommen wir nun zum Freischnittbild. Beim Freischneiden werden die Auflager durch bis dahin betragslose Kräfte ersetzt. Die Einzeichnung der Richtung der Kräfte ist vom Zeichner frei wählbar. Durch Aufstellen und Lösen der sogenannten Gleichgewichtsbedingungen erhält man ein Ergebnis mit positivem Vorzeichen, dann war die angenommene Richtung bereits korrekt, oder man erhält ein Ergebnis mit negativen Vorzeichen und der Kraftvektor hätte eigentlich andersherum eingezeichnet werden müssen. Wichtig, der Körper hat nach dem Vorgang des Freischneidens keine Berührung mehr zur Umgebung. Kommen wir einfach zu unserem Beispiel zurück und hier wird schnell klar, was es mit dem Vorzeichen und den Eintragen der Kräftevektoren auf sich hat. Im letzten Video habe ich dir eine Tabelle mit den wichtigsten Auflagern und deren Wertigkeit gezeigt. Nun kommen wir hier in Verbindung mit dem Freischneiden zu einer weiteren Anwendung der Tabelle. Schauen wir uns Auflage A an. Ein kurzer Blick in die Tabelle verrät uns, dass es sich dabei um ein zweiwertiges Auflager handelt. Genau wie Auflage B verhindert auch Auflage A eine Bewegung in Y-Richtung. Des Weiteren lässt es aber auch keine Bewegung in X-Richtung zu. In der Tabelle war ebenfalls ein Freikörperbild zu den verschiedenen Auflagern angegeben. Die Auflager ersetzen wir nun durch die Freikörperbilder. Auflage A bekommt statt dem Auflagersymbol nun zwei Kräftevektoren. Wie du siehst, habe ich hier nun einfach mal eine Richtung angenommen. Dies kannst du zum Beispiel an AY sehen. So wie ich den Kraftvektor eingezeichnet habe, erwarte ich, dass das Auflager A in positive Y-Richtung drücken wird. Des Weiteren nehmen wir an, dass das Auflager A in X-Richtung nach rechts drücken wird. So wie wir das Freischnittbild für das Auflager B eingezeichnet haben, erwarten wir auch hier, dass das Auflager nach oben drücken wird. Nun haben wir ein fertiges Freischnittbild. Wir können dieses Freischnittbild aber noch ein wenig vereinfachen, indem wir die angreifende Kraft F in Komponenten aufteilen. Darüber habe ich bereits in den mathematischen Grundlagen unter dem Punkt Aufteilung eines Vektors gesprochen. Hier aber noch einmal für dich eine ganz kurze Wiederholung. Wir können die angreifende Kraft in Komponenten der Richtung x und y aufteilen. Dafür benötigen wir natürlich den Winkel und die mathematischen Grundlagen aus dem zweiten Video. Werden wir nun etwas konkreter. Die Kraft soll 15 kN groß sein. Der Winkel beträgt 40 Grad und die Kraft greift 5 Meter rechts vom Auflager A und 3 Meter links vom Auflager B an. Der gesamte Balken ist also 8 Meter lang. Wenden wir die Komponentenaufteilung hier an, erhalten wir einen Kraftvektor in x-Richtung von Cosinus 40 Grad multipliziert mit 15 kN gleich 11,5 kN. Der Anteil in y-Richtung errechnet sich über den Sinus zu 9,64 kN. Also Sinus von 40 Grad mal 15 kN gleich 9,64 kN. Ich empfehle dir einen kurzen Check,
ob dein Ergebnis auch stimmt. Dazu kannst du den Satz des Pythagoras anwenden. Die Wurzel aus den beiden addierten Quadraten soll wieder den Betrag des ursprünglichen Vektors ergeben. Also Wurzel aus 11,5 Quadrat plus 9,64 Quadrat ist wieder 15. Kommen wir nun zur nächsten wichtigen Regel, um die Auflage zuverlässig bestimmen zu können. Das Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen. Hierbei wird für jede Richtung alle bekannten und noch zu berechnenden Kräfte in eine Gleichung geschrieben und diese Gleichung gleich 0 gesetzt. Denn dass die Summe aller Kräfte gleich 0 sein muss, ist ja bekanntlich die Bedingung dafür, dass es sich um Statik handelt. Fangen wir einfach mal mit der x-Richtung an. Wir schreiben, Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0. Fx plus ax gleich 0. Wir sehen nun, dass eine positive Zahl und eine weitere positive Zahl addiert niemals gleich 0 sein können. Bringen wir ax auf die andere Seite, steht dort fx gleich minus ax. Die beiden Kräfte haben somit den gleichen Betrag, aber entgegengesetzte Wirkungsrichtungen. Dass ax nun ein negatives Vorzeichen hat, bedeutet, dass der Fall, so wie wir ihn eingezeichnet haben, von der Wirkung her falsch eingezeichnet wurde. Drehen wir ihn um in unserem Freischnittbild, sieht die Gleichung nämlich wie folgt aus. Fx minus ax gleich 0. Ax wird nun abgezogen, weil der Pfeil entgegen des Koordinatensystems verläuft. Bringen wir nun ax auf die andere Seite, erhalten wir fx gleich ax. Ax hat nun kein negatives Vorzeichen mehr, da der Pfeil von der Wirkungsweise richtig eingezeichnet wurde. In einem so einfachen Beispiel sollte das auch klar sein. Wenn die eine Kraft nach rechts zieht, muss das Auflager entsprechend nach links ziehen. Stellen wir nun die Gleichgewichtsbedingungen für die y-Richtung auf. AY und BY sind positiv, da sie in die gleiche Richtung wie die y-Achse eingezeichnet wurden. FY geht genau in die andere Richtung und muss deshalb mit einem negativen Vorzeichen bedacht werden. Wir können nun FY auf die andere Seite schreiben und erhalten folgende Gleichung. AY und BY sind vom Betrag her genauso groß wie die angreifende Kraft FY. Das ist nun nicht mehr weiter verwunderlich. Wir haben aber nun ein Problem. Wie sollen wir denn nun ausrechnen können, welche Werte AY und BY annehmen, wenn wir nur diese eine Gleichung haben? An dieser Stelle kommt uns nun das Moment zu Hilfe. Ich habe dir bereits gesagt, dass ein Moment eine Kraft mit einem Hebelarm ist. Die Kraft Fy hat einen Hebelarm zum Auflager A mit 5 Metern und zu Auflager B mit 3 Metern. Nun kann weder Auflager A noch Auflager B ein Moment aufnehmen, aber wir können sie als Bezugspunkte nehmen und um diese beiden Punkte die Kräfte mit ihrem Hebelarm angreifen lassen. Das sieht dann wie folgt aus. Gehen wir von Auflager A aus. In einem Abstand von 5 Metern greift die Kraft Fy mit 9,64 kN im rechten Winkel an. Wir erhalten ein Moment von 48,2 kN. Wie gesagt, kann dieses Auflager kein Moment aufnehmen. Wir haben aber noch Auflager B, welches ja ebenfalls eine Kraft aufbringen kann und zu Auflager A einen Hebelarm, nämlich die 8 Meter Balkenlänge, besitzt. Die Gleichgewichtsbedingung ist in diesem Fall ein Momentengleichgewicht. Und zwar Summe aller Momente gleich 0. Wichtig ist immer zu schreiben, um welchen Punkt man alle Momente angreifen lässt. In diesem Fall Summe aller Momente um den Punkt A gleich 0. Wichtig ist auch immer zu notieren, in welche Richtung man das System drehen möchte. Das kennzeichnet man in der Regel mit einem gekrümmten Pfeil über dem M. Legen wir also einfach mal den Uhrzeigersinn als unsere Drehrichtung fest. Wir erhalten Fy mal 5 Meter minus By mal 8 Meter gleich 0. By ist hier negativ, weil so wie wir By eingezeichnet hatten, verursacht es ja eine Drehung um den Punkt A gegen den Uhrzeigersinn. Die Gleichung können wir nun lösen, da nur eine Unbekannte, nämlich By, in der Gleichung enthalten ist. By ist gleich 9,64 kN
mal 5 Meter durch 8 Meter. Das sind gleich 6,025 kN. Das positive Vorzeichen verrät uns, dass wir die Wirkungsrichtung vom Auflager B bereits korrekt vermutet hatten. AY lässt sich nun auf zwei Wege lösen. Entweder lassen wir nun alle Kräfte mit ihren Hebelarmen um den Punkt B angreifen, oder wir nehmen die Gleichgewichtsbedingungen Summe aller Kräfte in Y-Richtung gleich 0. Denn AY ist die letzte verbleibende Unbekannte. Probieren wir einfach mal beide Lösungswege aus. Summe aller Kräfte in Y-Richtung gleich 0. BY plus AY minus FY gleich 0. AY ist gleich FY minus BY. Mit Werten eingesetzt folgt daraus 9,64 kN minus 6,025 kN gleich 3,615 kN. Oder Summe aller Momente um B gleich 0. Ich lege hier einfach mal gegen den Uhrzeigersinn als unsere Drehrichtung fest. 9,64 kN mal 3 Meter minus AY mal 8 Meter gleich 0. Daraus folgt, AY ist gleich 9,64 kN mal 3 Meter geteilt durch 8 Meter. Und das sind wieder die 3,615 kN. Somit haben wir alle Auflagekräfte erfolgreich bestimmt. Auch wenn wir die Aufgabe noch deutlich komplizierter machen könnten, so bleibt die Lösungsweise doch stets die gleiche. Hier noch ein weiteres Beispiel zum Selberlösen. Bitte probier es erst einmal selbst aus. Im Anschluss werde ich dir die Lösung schrittweise geben. Das System hat ein dreiwertiges Auflager und ist statisch bestimmt. Ich habe in dieser Lösung einige Schritte gleich zusammengefasst und präsentiere dir gleich das Freischnittbild mit den anteiligen Kräften in X und Y. Das Freischnittbild des Auflagers konntest du wieder der Tabelle aus dem dritten Video entnehmen. Die Kraft F2x erhältst du mit dem Sinus, weil der Winkel nicht horizontal, sondern vertikal eingezeichnet ist. F2y erhältst du entsprechend über den Cosinus. Achtung, die Kraft F2 ist nach schräg unten eingezeichnet, also entgegen unseres Koordinatensystems. Deswegen denke an das negative Vorzeichen. Oder zeichne die Kraft entsprechend nach unten ein und lass das negative Vorzeichen weg. Ich persönlich zeichne die Vektoren gerne gleich mit der richtigen Richtung ein. Nun können wir die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen. Summe aller Kräfte in x ist gleich ax plus f1x plus f2x gleich 0. ax minus f1x minus f2x ist gleich minus 16,883 kN. Das heißt, ax müsste von der Wirkungsweise andersherum eingezeichnet werden. Summe aller Kräfte in y. ay minus f2y gleich 0. ay ist somit f2y oder mit Werten 9,83 kN. Die Summe aller Momente um den Punkt A sollen auch 0 sein. In diesem Beispiel haben wir zwei Kräfte, die ein Moment um den Punkt A verursachten. Zum einen F1 mit dem Hebelarm von 0,8 Metern sowie F2y mit dem Hebelarm C gleich 3,5 Meter. Die Kraft F2x hat keinen Hebelarm und erzeugt deswegen kein weiteres Moment. Wir können im Uhrzeigersinn drehen. Die Gleichung lautet somit Moment um A plus F1x mal den Hebelarm B plus F2y mal den Hebelarm C gleich 0. Nach Umstellen folgt daraus, MA ist gleich minus F1 mal B minus F2y mal C. Mit den Werten eingesetzt kommen wir auf einen Moment von minus 42,404 kN/m, welches vom Auflager A aufgebracht wird, um einer Drehung entgegenzuwirken. Ich empfehle dir auch noch einen Blick in die Videobeschreibung, in der ich noch weitere interessante Dinge zu diesem Thema verlinken werde. Im nächsten Video werden wir Fachwerke behandeln.
Im Anschluss daran gibt es dann ein Video nur mit Übungen aus den bisher behandelten Bereichen. Vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen.